Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Isio und heute möchte ich mit euch über die Übung Pulldown sprechen, beziehungsweise auf Deutsch Latzug. Für mich war Rücken jahrelang meine einer größten Schwachstellen und das kam dadurch zustande, dass ich nicht wusste, wie ich richtig Lat trainiere und zweitens, ich wusste auch nicht, wie man die Latmuskulatur richtig anspannt. Und ich habe dafür jahrelang gebraucht und jetzt habe ich es gelernt und möchte mein Wissen an euch weitergeben. Es ist auch nicht einfach gewesen, das Wissen, wie man Lat anspannt, dann auch darauf zu übertragen, wie ich den Lat wirklich bei einer Übung merke. Und Latzug, die Übung, die wir heute durchgehen, gehört zu einer meiner Lieblingsübungen. Und man kann sie auch perfekt als Vorbereitung für den ersten Klimmzug nutzen, weil die von der Bewegung her ist es ähnlich. Aber man kann hier das Gewicht variieren und muss nicht gleich sein ganzes Gewicht, also sein ganzes Körpergewicht ziehen. Was kann man alles falsch bei der Übung machen? So einiges zu machen. Zum Beispiel könnte man aus einem Pulldown eine Ruderbewegung machen. Das würde ich dann in dem Fall so ausschauen. Wenn man eine Ruderbewegung machen möchte, also wenn man dann zum Beispiel diese Übung da noch nicht gemacht hat, dann wäre das auf jeden Fall nicht verkehrt, so auszuführen. Aber wir wollen ja letztendlich Pulldown machen, einen Latzug. Und was viele noch falsch machen, unbewusst aber, sie nehmen das Gewicht und knicken dann so an, damit sie unbedingt zur Brust kommen. Also die Arme knicken ein, damit sie auf jeden Fall schaffen, zur Brust zu kommen. Und das ist auch nicht ganz richtig. Das ist was, das sollten wir versuchen zu vermeiden. Und Punkt Nummer 3, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, was nicht unbedingt zu 100% falsch ist, aber das führt dazu, dass irgendwann Schmerzen in den Schultern kommen können, ist das, wenn Sie jetzt den Platz aufrichten und dann versuchen Sie, die Arme so weit nach außen zu drehen, also ja, nach außen zu drehen, also wirklich parallel zum Latzen. Wenn man die Übung so ausführt, merkt man schon zwar was im Lat, aber wie gesagt, das kann später zu Problemen führen, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Und jetzt die richtige Ausführung. Also wir benutzen auf jeden Fall einen Hackengriff. Der Hackengriff ist dafür da, damit wir den Bizeps ausschließen können. So arbeitet der Bizeps weniger mit und das ist ja auch unser Ziel. Also ich nehme auch immer schulterbreit oder ein bisschen breiter als die Schulter, so habe ich den perfekten Hebel für meinen Körper. Also da muss man natürlich auch immer schauen, wie groß ist man selber, wie groß muss der Unterschied sein. Ich nehme ungefähr immer so breit. Anschließend schaffe ich Spannung im Oberkörper. Also ich lasse erstmal das Gewicht nach oben ziehen, dadurch sind meine Arme durchgestreckt und der Lat ist angespannt. Dann schaue ich, dass meine Beine maximale Spannung hier haben, dass ich richtig dagegen drücken kann, dass ich kein Spiel habe und dadurch kann ich dann auch, dadurch sitze ich auch fest im Sitz. Und anschließend kommt mein Lieblingstrick, wodurch ich gelernt habe, den Lat richtig anzuspannen bei dieser Übung, es ist, drehen die Arme leicht, die Ellbogen leicht ein. Und wenn ihr dann hier das Gewicht schon habt und die Arme so eindreht, merkt ihr, wie richtig der Lat angespannt wird. Und jetzt fängt die Ausführung an. Auch schon bei niedrigem Gewicht, also gerade mit 33 Kilo, merke ich richtig, wie mein Lat arbeitet. Und wie ihr gesehen habt, ich habe auch nur bis zum Kinn gezogen, nicht viel weiter tiefer. Das ist auch schon vollkommen ausreichend. Wenn ihr den Rücken richtig angespannt habt und dann versucht nach unten zu ziehen, sobald ihr unter Kinn seid, dann geht auch erstens nicht so viel. Und zweitens, ihr würdet euch zwingen, so weit nach unten zu ziehen. Und ich bin schon leicht aus der Puste. Ihr würdet euch zwingen, so weit nach unten zu ziehen und es wäre auch keine natürliche Bewegung. Und wir wollen eben versuchen, so weit es geht, natürliche Bewegungen auszuführen.
Achtet bitte darauf, dass wenn ihr diese Übungen ausführt, dass sie nicht zu viel mit dem Bizeps sind. Das schließt es zwar mit, der Hacken, mit dem Hackengriff aus, aber das kann man auch nicht ganz vermeiden. Also da muss man wirklich penibel darauf achten. Und dass die Schulter nicht mitarbeitet, sondern wirklich nur der Lat. Und dann geht auch nicht so viel Gewicht, ne? Ein bisschen lieber weniger Gewicht, dadurch merkt er auch viel mehr. Ich persönlich kenne das auch von mir, ich schaffe zwar 80 Kilo oder wie viel es da gibt, 87 schaffe ich, aber bei 77 Kilogramm merke ich viel mehr, wie der Lat arbeitet. Und dann bin ich auch ehrlich zu mir, nehme weniger Gewicht, dadurch habe ich mehr Erfolge im Training. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, schaut noch andere Videos auf dem Kanal. Es gibt zahlreiche Trainingsvideos, Reisevideos, Kochvideos und, also da wird jeder was finden. Lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been